Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf Review Mirror. Dieses Mal geht es um was ganz, ganz Neues und Aktuelles. Ihr seht es hier oben im Bild, die Webseite guruheads.com. Und es ist eine chinesische Webseite. Jetzt denkt ihr euch, was will er tun? Ich übersetze sie euch mal. Und wir haben hier ein Produkt, einen neuen Kurzwellentransceiver, der auch bei DXZone schon vorgestellt wird. Ein Funkamateur, ein OM, hat mich darauf hingewiesen. Die Firma Guo Electronics, den Q900P, den seht ihr hier jetzt auf der Webseite. SDR-Transceiver, ihr kennt ja zum Beispiel den Shigu G90, den hatte ich ja auch mal zum Testen, beziehungsweise hatte ich mir den mal gekauft, den habe ich auch wieder verkauft. Und das hier wäre jetzt ein nächster SDR-Transceiver, ich sage mal in dieser Liga. Ihr seht hier die Webseite, die haben noch mehr Sachen. Die haben hier den H1 SDR mit einem großen Bildschirm, LCD, H1 Plus, H2. Da sind noch einige Produkte. Da sieht es auch so aus mit 6600, was ist das, Yuan oder wie die Währung heißt. Scheint also auch im Verkauf zu sein, dieses Gerät. Habe ich auch noch nirgends gesehen. Da wird es halt auch noch was geben, wenn ich da Informationen noch bekomme. Aber es soll ja jetzt hier um diesen Q900P Kurzwellen-SDR-Transceiver gehen. Jetzt gibt es hier auf der Seite, wenn man sich jetzt da die Produkte mal durchklickt, gibt es natürlich auch noch Zubehör. Ganz interessantes Zubehör von dieser Firma ist vielleicht dieser Adapter, dieser Bluetooth Gateway. Ihr seht hier die ganzen Möglichkeiten, die ihr habt, was ihr hier machen könnt. Ihr könnt dann eben darüber Funkbetrieb abwickeln mit verschiedenen Adapterkabeln für die einzelnen Transceiver. Aber noch viel interessanter fand ich dieses Bluetooth-Mikrofon. Und zwar habt ihr dort ein Handgerät, Lautsprechermikrofon, tatsächlich ohne Kabel. Und das finde ich ganz spannend, gerade im Zusammenspiel mit diesem Q900P, da komme ich gleich drauf. Hier seht ihr die Verwendungsmöglichkeiten von diesem Teil und ihr habt auch natürlich Bluetooth AD2P Protokoll drin, weil ihr natürlich diesen Audio-Stream nach beiden Seiten eben benötigt. Hier seht ihr die Anwendungsmöglichkeiten, was ihr dort alles machen könnt. Abmessungen sind auch drin, 8,6 x 6 cm. A2DP, Entschuldigung, so heißt das Protokoll. 1800 mAh Akku ist drin, 160 Gramm, relativ leicht und auch mit Clip, also ihr könnt es auch noch irgendwo anklippen. Das nur mal kurz dazu, zur Verwendung nachher mit diesem QRP-Transceiver. So, dann gibt es hier eine Videoanzeige, so nennt sich das jetzt in Deutsch übersetzt. Also da gibt es Videos auf dieser Seite. Allerdings, alles beschreibt hier diese Bluetooth-Sache, diese Bluetooth-Geschichte. Da ist kein Video von dem Q900P zu finden. Warum? Keine Ahnung, zu neu, ich weiß es nicht genau. Daher habe ich mal geguckt und es gibt einen Funkamateur, der ein Video von diesem Gerät erstellt hat. Ein chinesischer Funkamateur und der hat dieses Video hier online gestellt. Ich habe euch alles unten reingepackt in die Videobeschreibung. Link zu seinem Video, Link zur Firmenseite, auch den Link zur DXZone. Da steht alles nochmal beschrieben. Ich lese euch gleich noch die genaue Beschreibung von dem Gerät vorübersetzt. Also mit einem Translator übersetzt. Und hier seht ihr jetzt mal die allgemeine Funktionalität, beleuchtete Tastatur. Was als erstes natürlich auffällt, ist, es gibt kein Tuning-Knob, also kein Drehrad, nichts. Das wurde, was ich so hörte, schon bemängelt, dass man hier nicht, wie man im Saarland so schön sagt, dran duddeln kann. Aber es gibt hier eine PTT-Taste. Ohne Mikrofon kann man schon PTT'en. Ob es da jetzt ein eingebautes Mikrofon drin ist, weiß ich nicht. Würde Sinn machen. Denn falls ich das Mikrofon vergesse, könnte ich dort Betrieb machen. Können wir aber noch später gucken, noch rausfinden. Und ihr seht hier das Scope unten dargestellt, oben die Frequenz, die RIT ist da, Frequenz, Shift, LSB, USB, die ganzen Betriebsarten. Oben haben wir die 15,27 Volt und dort wird es jetzt speziell, denn das Gerät ist in der Lage, von 5 Volt an bis 32 Volt alles sozusagen zu fressen, was ihr ihm vorgibt. Das Teil hat nämlich einen USB-C-Anschluss. Das heißt, ihr könnt es nicht nur an den Rechner anschließen und ihn dort dann steuern und so weiter. Ihr könnt ihn tatsächlich über USB mit Strom versorgen. Da USB-C ja höher geratet ist, was Spannung und sowie auch Strom angeht, Strommenge,
ist das natürlich eine super Sache und könnt dort mit USB-Netzteilen arbeiten, mit Powerbanks arbeiten, ohne jetzt großartig Adapter zu basteln. Das hat mich schon, ja, das hat mich schon aufhorchen lassen. Ihr seht jetzt hier die Bandwahl, habt ihr gesehen, das ist kein Touchscreen, ist auch bei der Größe, ja, für mich jetzt eigentlich nicht unbedingt notwendig. Das habe ich am Shigu G90 auch nicht vermisst. Ihr könnt hier mit den Steuertasten die Bänder wählen und wenn ich unterwegs bin, dann bleibe ich sowieso lange Zeit mal auf dem Band. Also es ist kein Touchscreen. Es ist natürlich jetzt kein IC705 oder keine Ahnung, der MCAF, der Monka mit Touchpanel. Hier könnt ihr die Leistung einstellen. Ihr seht hier die Power Amplifier bis 30 Watt, 5 Watt, 1 Watt, 2 Watt, 0,5. Also schön fein abstimmbar. Ich denke aber mal, das kann man irgendwo auch festlegen, wie die Stufen abzustimmen sind. Ich habe da schon was gehört, dass es dort ein sogenanntes Setup-Menü geben soll. Also dedizierter Knopf für PA. Und was haben wir noch hier? Zeigt jetzt noch hier oben dann AF, also das Audio. Ihr könnt hier Volume, den Compressor, Bass, Treble auch gesondert einstellen. Muss man mal gucken, wie der Brüllwürfel, der eingebaute dort ist. Laut dem Video ist er eigentlich okay. Also das, was man von der Größe, denke ich, erwarten kann, ist dort verbaut. Ja, diese silberne Frontplatte, das sieht mir jetzt alles noch ein wenig unfertig aus. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Da vorne links seht ihr dann auch nochmal die Jacks für Phone und ich glaube Kia. Ich sehe es jetzt nicht genau, muss man gleich mal gucken. Dann habt ihr hier Dimming-Stufen, um das Display eben abzudimmen. Ist eigentlich ganz interessant, wenn es mal Nacht ist oder im Dunkeln halt eben, das nicht so hell ist. Dann hier Audio In, da könnt ihr wählen, was ihr an Audio-Eingängen habt. Bluetooth-Mikrofon, GSM, FM, HF, glaube ich, sehe ich da noch. Das muss man alles mal testen, wenn man das Ding mal in den Fingern hat. Aber wie gesagt, ihr könnt hier die Audio-Quellen wählen. Es soll auch als USB-Audio-Interface funktionieren. Das heißt, ihr schließt es einfach an und dann habt ihr es direkt am Rechner und müsst dort nicht irgendwas noch dazwischen schalten, was ja mittlerweile auch kein Hexenwerk mehr sein sollte. Wenn ihr sowieso schon hier einen kleinen Minicomputer habt, dann macht das natürlich Sinn, den einfach zu verbinden, ins Netz zu hängen und dann sollte das auch gehen. Ich kann mal ganz kurz die technischen Daten einblenden und lese das auch ganz fix mal hier vor. Also die Features von dem Q900, also die Spezifikationen laut der Webseite sind Realtime-Spektrum, habt ihr jetzt schon gesehen, Wasserfalldiagramm gibt es auch, macht Sinn, Doppler-Frequency-Tracking, okay, muss ich jetzt glauben, weiß ich nicht genau, dann SDR, Full-Band-Support steht hier, also SSB, CW, RTT, AM und FM, RTTY, Entschuldigung. Double Frequency Conversion Circuit Structure, okay, IF Weite und IF Shift, Hardware und Software, das kann alles eingestellt werden, mit IF Interference Suppression, ja, Interferenz Unterdrückung, DSP, Digital Noise Reduction, da haben wir den Knopf gesehen, Built-in 160 bis 6 Meter High-Speed Automatik Antenna Tuner. Das ist natürlich auch super, das hat der Shigu G90 ja auch, den Tuner. Finde ich natürlich auch klasse in so einem kleinen, kompakten Gerät. Ein Zusatzgerät, was man sich wieder sparen kann. Built-in Electronic Kia Controller, All Parameters Can Be Set, also eingebauter Kia und man kann alles einstellen. Es macht ja auch Sinn, ich meine, was würde es für einen Sinn machen, Kia einzubauen mit festen Werten. Built-in Soundcard with IQ und Audio Output, habe ich eben schon gesagt. Ihr könnt zum Beispiel an SDR Sharp hängen oder HD-SDR und könnt eben mit dem IQ Output vom Gerät über USB in das SDR geben, habt das ganze Spektrum. Also nicht nur Audio Out in den Rechner, sondern auch eben den IQ Stream und habt somit dann die ganze Funktionalität, als würdet ihr dann zum Beispiel einen normalen SDR-Dongle da anstecken. Gong
Built-in Flash Memory ist drin, USB 3.1 Interface für, ist wichtig, für Power Supply und die Datenverbindung. Ihr habt tatsächlich auch noch einen USB-A-Anschluss dran, aber wie gesagt auch den USB-C. Ich blende das Bild jetzt auch nochmal hier dazu. Da seht ihr das genau. Dann haben wir natürlich zwei Antennenanschlüsse. Was heißt natürlich? Wir haben zwei Antennenanschlüsse, das ist ja sensationell. Der Shigo G90 kann in Anführungsstrichen nur HF. Dieses Modell kann Kurzwelle HF und V oder UHF, also 2,70 Meter. Dann ein TXCO, wie im G90 auch. Dann der Ultra Wide Working Voltage Range, den ich eben schon erwähnte. 5 bis 32 Volt DC, also sensationell. Ihr könnt da tatsächlich mit USB C das Ding powern über jede Powerbank. Also das ist schon sensationell, muss man dann halt auch mal testen in live. Hier steht jetzt noch dabei, das hat mich ein bisschen verwirrt, Built-in GPS Baidu, also der chinesische, glaube ich, GSM, Electronic Compass für Acceleration und Angle Sensor. Okay. Und dann steht hinten dran Optional. Und dann steht nochmal ein Punkt GPS Time, in Klammern Requires Optional GPS Module. Also ich gehe mal eher davon aus, da es auch einen GPS-Antennenanschluss gibt, dass man dort ja was anschließen kann. Also sieht ein Antennenkonnektor, sieht nach einem Antennenkonnektor aus, also gehe ich davon aus, eine GPS-Antenne. Ob dann jetzt aber noch ein Modul rein muss oder dran muss, das weiß ich jetzt nicht. Das kann man aber noch rausfinden. Ja, UTC-Clock eingebaut, Voltage-Display haben wir ja gesehen. Dann gibt es noch ein optionales LoRa-Modul, Long Range Data Transmission. Und Ultra Lightweight steht hier, kleiner 1 Kilogramm. So, Frequenzbereich haben wir 1,8 bis 2, 3,5 bis 3,9. Ja, könnt ihr selber lesen, muss ich ja nicht alles vorlesen. Und ganz wichtig dann auch die 6 Meter und 2,70 Meter. Sehr, sehr interessant. Output Power, das ist natürlich eins von den wichtigsten Sachen hier. Kurzwelle und 6 Meter haben wir auf SSB 1 bis 30 Watt. CW, Morsen, 1 bis 30 Watt. FM steht hier jetzt 1 bis 30 Watt. Klar, in dem Bereich der kurzen Welle. Bei AM sind wir bei 1 bis 5 Watt. Und jetzt kommt's. VHF, UHF haben wir, in Anführungsstrichen wieder, 0,5 nur bis 5 Watt. Wobei 8,17, 5 Watt, 2,70 Meter war auch nie ein Thema. Optimal. Meiner Meinung nach muss es da auch nicht mehr sein. 13,8 Volt, Transceive, 5 bis maximal 5 Ampere und Receive haben wir bei 13,8 Volt 0,22 Ampere, 200 Milliampere. Stromaufnahme bei hellster Einstellung des Displays und lautestem Audio 0,3, glaube ich, maximal 300 Milliampere. Das dazu, den Rest, wie gesagt, den seht ihr jetzt hier, die Receiver-Parameter, die die Leute vielleicht noch interessieren sollten. Und dann gibt es noch ein paar Daten hier. 10% Distortion Rate vom Audio-Output, 2 Watt Lautsprecher an 8 Ohm, 3 Kilohertz. Tuning kann ich machen von 1,8 bis 54 MHz, also von 160 bis 6. Tuning-Impedanz 16,7 bis 150 Ohm unbalanced. Tuning-Accuracy 1 zu 1,5 oder weniger VSWR. Die Zeit zum Tunen 2 bis 5 Sekunden. Volles Segment, also komplett einmal durch, 10 Sekunden, ist ja auch egal, ich tune es ja einmal und nicht dauernd. Man kann auch manuell tunen, okay, Spektrumparameter, Spektrumbandweite 48 kHz, RF-Spektrum, Fourier, Struktur Parameters, das ist natürlich dann die Größe, da kommt es jetzt, das sind 17 x 12 x 4,5 cm. Excluding Protrusions meint wohl, also nur das reine Gehäuse jetzt vielleicht ohne die Knöpfe, nehme ich mal an. Kleiner 1 Kilo, Working Voltage 5 bis 32, hatte ich schon gesagt. Transmit Power Limit steht hier jetzt 5 bis 12 Volt, Full Power Output 12 bis 18 Volt, Transmit Power Limit steht da unten wieder 18 bis 32 Volt. TNC, BNT steht hier, M optional, soll wohl dann das GPS sein, nehme ich mal an. Und also VHF, UHF Buchse, HF Buchse. Das war jetzt mal die technische Seite des Geräts. Haben wir jetzt ja mal alles durchgesehen. Und hier seht ihr jetzt noch ein bisschen das Gerät selber. Von vorne nochmal die
ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein bisschen so die Bedienung wird gezeigt hier in dem Video, was man hier mit den Steuertasten alles so machen kann. RF jetzt hier eben einzustellen, Squelch, Verstärker, die AGC, IFG, RFG, weiß ich jetzt nicht, muss ich gucken, kann ich jetzt nicht sagen. RF Gain, Entschuldigung, ja klar, RF Gain, IF Gain, okay, der AGC, die Squelch, die Rauschsperre und der Verstärker. Ja, also das ist natürlich jetzt hier die Einstellung der RIDS. Das ist jetzt natürlich müßig, hier jetzt durchzugehen. Man kann hier die Audio Source wählen, hatte ich eben ja gesagt. IQ wählt ihr dann aus für den Rechner. Er hatte das im Video beschrieben mit AUDIO, DIGI und IQ. Also keine Ahnung, ob man das im Chinesischen so aussprechen muss, aber wie gesagt, ich hatte es schon gesehen, man kann es an den Rechner anschließen. Es gibt noch mehrere Videos. Ich versuche alle Links, alle Videos zu diesem Gerät unten in die Beschreibung zu packen. Dann habt ihr alles auf einen Blick. Und da seht ihr auch mal, wie das aussieht mit IQ und mit HDSDR, glaube ich, nutzt er da als Software auf dem Rechner. Und da wird dann auch die Bedienung klar, wie das dann funktioniert mit der Software. Hier die Modi, USB, LSB und so weiter und so fort. Dann haben wir hier CW-Set. Dann kann man natürlich die ganzen Parameter einstellen. Split-Betrieb ist möglich. Habt ihr eine extra Taste mit Split? Ja, hatte ich ja schon erwähnt hier. CW-Set, Key-Mode, Transceive-Receive, die Millisekunden Key-Speed und so weiter und so fort. Das ist für die Profis. Und DSP ist hier einzustellen. Noise Reduction, Noise Blanker und Peak. Dort konnte ich mir noch kein Bild davon machen, wie gut das funktioniert. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig bei den chinesischen Geräten, dass das einigermaßen läuft. Das wissen wir aber auch, dass das so ist. Und da erwarte ich jetzt nicht allzu viel. Sollte es dennoch dort was geben, würde es mich umso mehr freuen, wenn das da funktioniert. So, hier kann man jetzt noch das Display kann man noch umschalten. Dann kann man die Span, also den Bereich einstellen, die Referenz, wo die hin soll, der Speed, die Geschwindigkeit des Scopes. Ja, und dann gibt es da tatsächlich noch ein Menü, Bluetooth, Direction, eine Kompass, den ich schon erwähnt hatte. Ein Radio, gibt es ein FM-Radio, man kann chatten, okay. Man kann Musik abspielen, man kann Message schreiben, hier das Radio. Ja, okay, ist alles ein bisschen lieblos dahin geknallt, sage ich mal, jetzt die Anzeige. Aber es gibt ein Radio, warum nicht? Das kann ja auch mal ganz interessant sein. Über Audioaufzeichnung weiß ich noch nichts, da habe ich jetzt noch nichts gelesen. Es kann aber sein, dass das auch geht. Das müsste man jetzt mal probieren, wenn man das Gerät mal hätte. Und hier gibt es auch dieses Systemset, das hatte ich eben erwähnt. Dort kann man alles, denke ich, relativ feingranular einstellen. So, das soll es jetzt schon gewesen sein. Das war ja schon lang genug jetzt, schon 17 Minuten oder so. Nur als Übersicht für euch, es gibt ein neues Gerät, es gibt ein neues SDR-Gerät am Himmel. Man muss keine 1500 Tacken ausgeben für einen schönen SDR-Transceiver. Ich hoffe oder wünsche mir die Qualität des Shigu G90, denn den fand ich klasse, den hatte ich dabei. Das Video von dem G90 kommt auch bald raus. Von mir verlinke ich dann dementsprechend nachher auch nochmal hier. Da könnt ihr euch mal ein Bild davon machen, wie gut der geklappt hat auf der kurzen Welle. Also ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Gerät und falls ich irgendwie die Möglichkeit habe, eins zu erstehen irgendwo oder ihr eine Bezugsquelle kennt, lasst es mich einfach wissen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema habt und irgendwas nicht beantwortet wurde jetzt, dann lasst es mich wissen. Ich werde versuchen, euch da eine Antwort zukommen zu lassen. Danke nochmal an DL4VAI für den Tipp morgens auf 2 Meter über den Q900P. Danke nochmal an den OM für dieses tolle Vorstellungsvideo des Q900P. In diesem Sinne, macht's gut, 73, bye bye, bis dahin.